Herzlich willkommen zur neuen Maligsten Zeitfolge. Wir haben heute eine besondere Folge, weil wir einen neuen Gast dabei haben. Ich bin Lukas König. Ich mache hier gerade ein einwöchiges Praktikum bei Malix Motions. Genau. Und der Lukas wird uns jetzt mal erzählen, auch zum Thema, was wir heute machen, wie er zum Film kam. Ja, so um 2013 rum habe ich angefangen zu zaubern mit Karten, Münzen etc. Und irgendwann dann angefangen, das aufzunehmen und auf YouTube zu stellen. Und so bin ich quasi zum Video aufnehmen und schneiden gekommen. Genau. Und als neue Folge hatten wir uns dann überlegt, dass wir heute mal ein paar Zaubertricks vorstellen. Und deswegen hat der Lukas die Karten dabei. Und jetzt zeigen wir euch mal den ersten Trick. Okay, ich habe hier ein Kartenspiel. Pokerkartenspiel mit 54 verschiedenen Karten. Ja. Alle unterschiedliche. Ich will dir gleich verschiedene Arten zu mischen demonstrieren. Mhm. Dafür darfst du dir gerade mal irgendeine Karte aussuchen, die dir gefällt. Schaust du dir an und merkst du dir. Legst du dann gerade hier hin zurück. Perfekt. So, jetzt gibt es hier verschiedene Arten, das Spiel durchzumischen. Ja. Die wohl simpleste ist einfach abheben. Man kann auch noch ein bisschen schöner abheben, irgendwie so. Ist alles abheben. Man könnte auch so mischen. So mischen wahrscheinlich die meisten. Gibt es natürlich auch. Sodass die Karte ist mittlerweile eigentlich irgendwo im Spiel verloren ist. Ich kann auch noch mal so mischen. So. Wichtig ist, dass die Karte dann nicht oben ist. Nein. Und auch nicht hier unten, sondern halt irgendwo im Spiel. Kick 2 und Kick 3 sind halt irgendwo im Spiel verloren. Ich versuche deine Karte auf eine ganz spezielle Art und Weise zu finden. Ich mische es nochmal auf eine ganz andere Art. Mhm. Ich mache die Hälfte des Spiels so rum und die andere Hälfte so rum und mische die so ineinander. Dann entsteht natürlich komplettes Chaos. Wir haben jetzt eine Hälfte des Spiels komplett so rum. Ja. Und die andere Hälfte des Spiels komplett so rum. Okay. Ja. Die schieben wir ineinander. So. Und jetzt herrscht wirklich komplettes Chaos. Das heißt, wir haben quasi an manchen Stellen haben wir hier das Face, hier die Rückseite, an manchen Stellen umgekehrt, an manchen Stellen haben wir Back-to-Back. So. Wenn ich jetzt aber einmal schnipse, dreht sich jede Karte wieder in die gleiche Richtung. Jede einzelne Karte. Bis auf eine. Aber sonst jede einzelne Karte. Und welche Karte hast du vorhin gezogen? Die Kreuz 10. Das ist die Kreuz 10. Geil. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sehr geil. Soweit. Ja, das war's mit dem Zaubertrick. Ich habe absolut keinen Plan, wie der funktioniert. Aber hat auf jeden Fall, mich überrascht und hat auf jeden Fall funktioniert. Und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge.